Hallo Leute, hier bin ich wieder, euer 1905. Ich habe jetzt längere Zeit keine Videos mehr gemacht. Aber das lag einfach daran, dass ich nicht so Zeit hatte, wegen Schule und so oder so. Oder ich hatte auch einfach wirklich kurze Zeit keinen Bock. Das mit der Schule war jetzt ein bisschen eine Ausrede. Ja. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt versuchen, in den nächsten Tagen mal wieder so ein paar Videos zu machen. Und mit der Bildqualität und der Tonqualität sollte sich das jetzt ein bisschen verbessert haben, denn ich habe ein neues Mikro und nehme das Ganze jetzt auch ne den Ton auch nicht mehr mit Flaps auf, sondern nebenbei mit Audacity und bearbeite das dann nochmal nach. So, aber jetzt im Hintergrund könnt ihr sehen, wie ich ja so als kleines Tutorial mal zeige, wie man so ein ja, recht schönes Haus baut, werdet ihr, denke ich, auch schon am Thumbnail gesehen haben. Ja, dieses Haus habe ich größtenteils selbst entwickelt. Das, bis auf das Dach, das habe ich irgendwo mal gesehen. Und dann ein bisschen verändert. Vielleicht seht ihr das auch irgendwo, wenn ich da mal rumschwenke. Ist da so eine etwas größere, sagen wir, Holzvilla. Und, von dem Macher dieser Villa habe ich das Dach geklaut. Und halt ein bisschen, ja, was heißt geklaut? Ja, abgebaut. Und ein bisschen verändert. So, auf jeden Fall, da müsst ihr halt beim Anfang das Grundgerüst ist halt. Bis dahin denke ich, seid ihr mal mitgekommen. Denn das ist nicht wirklich schwer. Von oben seht ihr, habt ihr das gerade nochmal gesehen. Und ja genau, jetzt muss man da noch so Querbalken dran bauen. Habe ich jetzt einmal schon schneller gemacht. Einfach ein bisschen, ja, damit das Video nicht zu lang wird. Genau, und jetzt kommen die Wände rein. Soweit ich das weiß, ja. Genau, das ist einfach kein schweres Design. Einfach so ein bisschen Holz und da oben in den Ecken. So. Hier ist das Treppen rein. Und in die Mitte noch so eine Glasscheibe da, damit das so ein bisschen schöner aussieht. Das Ganze habe ich jetzt auch nochmal eben beschleunigt. Ja, genau. Das ist erstmal der Teil. Das macht ihr halt rundherum einmal. Auf der Rückseite nicht wie vorne so ein Loch lassen für die Tür, sondern ja, das richtig zubauen halt, wie bei den anderen Wänden auch. Und vorne setzt ihr eine Tür rein. Ich nehme da immer die Spruce Wood Door für, weil ich die ja, Fichte finde ich halt am schönsten dafür. Passt irgendwie am besten da rein, meiner Meinung nach, ihr könnt natürlich auch andere nehmen, aber jetzt werden da erstmal noch so ein paar Ornamente angebracht. Die werden wir später für das Dach brauchen. Und sie sehen einfach insgesamt schöner aus. Da im Hintergrund, jetzt rechts, seht ihr diese größere, habt ihr diese größere Holzvilla gesehen. Und ja, genau, da habt ihr sie nochmal gesehen. Ja, jetzt werden die Dachgiebel gebaut. Die sind auch ziemlich wichtig für das Dach, denn wir machen da nicht einfach so ein hässliches Flachdach rein, sondern halt schon ein etwas größeres, schöneres Dach. So. Die ganze Giebelseite wird natürlich auf der anderen Seite nochmal gebaut, damit wir halt einen ganzen Giebel haben und hier nur die Hälfte. Ja, das ist halt genau, so irgendwie so ein Standardgiebel. Und den in klein und ohne diese Zwischenerhöhung bauen wir nochmal. Das Ganze kopiert ihr dann nach hinten und vorne. Das sieht dann so aus. Jetzt fange ich mal an mit dem Dach. Und zwar brauchen wir dafür halt, ich nehme dafür immer Spruce Wood, weil das ziemlich gut passt, finde ich, zu den normalen Eichenstämmen. Ja, und davon, finde ich, kann man halt am besten das Dach bauen. Ihr werdet sehen, dass das dann später auch noch zu allen möglichen Biomen gut passt. Die werde ich dann am Ende nochmal zeigen. Genau, da müsst ihr einmal so eine Treppe über Kopf dran setzen, also müsst ihr nicht, könnt ihr, damit es halt schöner aussieht, damit das so ein bisschen abgerundeter, ja, das ist abgerundet, das ist Minecraft, ja, so ein bisschen besser aussieht. Und dann müsst ihr das Ganze halt auch nochmal da oben machen, immer wenn da so zwei Blöcke hochgehen. Und ansonsten, immer wenn ihr Treppen baut, geht ihr einen Block weiter nach vorne, seht ihr jetzt hier nochmal. Ja. Bei der Spitze macht ihr dasselbe, halt nur mit Slabs, auch mit Spruce-Slabs. Dann könnt ihr so eine Treppe ransetzen. Allerdings habe ich die jetzt einen zu weit nach vorne gesetzt.
Also, ihr könnt die auch so machen, aber ich persönlich finde das schöner, wenn die so ein weiter hinten ist. Wenn die da so reingesetzt ist. Dann sieht das meiner Meinung nach schöner aus. Genau, dasselbe Dachprinzip macht ihr da auf dem kleinen Giebel nochmal. Ist halt simpler, weil der nicht diese Zwischenerhöhung hat, wo es ein bisschen steiler hochgeht. Ja, sondern halt nur so. Und dann könnt ihr da wieder eine Treppe reinsetzen. Ich mache das da wieder ein reingesetzt. So, jetzt habt ihr schon mal die zwei halben Giebel. Die könnt ihr jetzt miteinander verbinden. Aber genau, bevor ihr das weiterbaut, müsst ihr da jetzt nochmal die Holzstämme um einen erhöhen. Das sieht dann einfach von innen später schöner aus. Denn da, wo jetzt die obere Balkenreihe ist, könnt ihr da nochmal eine zweite Etage reinsetzen. Dann habt ihr so eine Art Dachboden. Das werdet ihr aber sehen, wenn ihr es selbst nachbaut. Denn auf die Inneneinrichtung gehe ich später nicht mehr ein. Es wird einfach so bleiben, wie es jetzt ist von innen. Ich wollte euch nur diese Außenarchitektur zeigen, damit ihr so ungefähr seht, also was heißt ungefähr seht, dass ihr genau seht, wie man so ein Haus bauen kann, dass auch die schlechtesten Minecraft-Bauer das nachmachen können. So, das Dach habe ich jetzt erstmal fertig gemacht. Allerdings geht durch die Giebel jetzt nochmal ziemlich viel Luft rein. Also ist noch eine gute Belüftung drin. Die müssen wir natürlich gleich stoppen, denn sonst sieht das irgendwie nicht so cool aus. So, das macht ihr einfach mit zwei Holzblöcken, in dem Fall da. Und wieder eine Glasscheibe in der Mitte. Immer schön an das Licht denken. So, da macht ihr das Ganze in groß und halt mit ein paar größeren Fenstern. Das macht ihr dann einfach so. Und dann macht ihr so jeweils zweier Fenster. Könnt die Fenster natürlich auch, wie ihr wollt, da reinsetzen. Ich habe es jetzt einfach so gemacht, weil das meiner Meinung nach perfekt in den Platz reinpasst. Und ihr könnt dann natürlich auch da oben diese Treppe wieder hinsetzen, was ich glaube ich beim anderen Giebel vergessen habe. So, dann könnt ihr noch einen so einen Holzstamm nach vorne machen. Nee, habe ich gar nicht vergessen. So einen Holzstamm nach vorne machen. Damit das wie bei diesen Ornamenten, die da unten sind, einfach halt dazu passt. Dasselbe macht ihr natürlich wieder auf der anderen Seite auch. Da könnt ihr nochmal durch die Glasscheibe sehen, wie ich es auf der anderen Seite gemacht habe. Und hinten macht ihr das dann ebenfalls. Das halt direkt wieder wie vorne. Das ist aber nicht das Komplizierteste. So, das war's jetzt eigentlich erstmal größtenteils vom Haus. Ihr werdet jetzt nochmal. Ach so, genau. Wenn ihr das so ein bisschen Steampunk-mäßig haben wollt, könnt ihr da noch so Laternen runterhängen lassen. Allerdings, wenn die so ein weit, ja, direkt ganz vorne sind, finde ich, sieht das nicht so schön aus. Deswegen habe ich die da nochmal einen nach hinten gesetzt. Das passt aber auch nicht zu allen Biomen. Da müsst ihr gucken, wie ihr das haben wollt. Ich habe das nicht so gerne, aber es passt halt dazu. Und wenn ihr da diese Zäune nehmt, könnt ihr ruhig dunkleres Holz nehmen. Das sieht da meiner Meinung nach besser aus. Genau, da habt ihr gerade nochmal die Länge gesehen, wie weit es weg sein muss. Und wie hoch das sein muss. Halt einen Block über diesem Holzstamm, der so quer liegt. Genau, das könnt ihr dann rundrum machen. Müsst ihr nicht machen, das ist ja frei halt, freigestellt. Ihr könnt bei dem Haus natürlich auch, wie ihr es wollt, variieren. Das ist halt nur diese Grundlage. So, jetzt zeige ich euch gleich nochmal für die spätere Biomansicht, wie ich das gleich machen werde. Wie ihr Riesenpilze züchten könnt. Denn man kann die ja nicht einfach so auf den Boden setzen. Dafür muss es ja ein bestimmtes Lichtlevel haben. Denn die wachsen nicht an normalem Tageslicht, sage ich. Genau, dann könnt ihr diese Grasblöcke da wieder weghauen. Dann habt ihr einen wunderschönen großen Fliegenpilz, den ihr nicht essen solltet. So, das Ganze kann man natürlich auch nochmal mit dem normalen Baumpilz machen, den es in Minecraft gibt. Wieder diese Kammer bauen, den reinsetzen, das oben wieder abbauen. Und dann könnt ihr den auch hochzüchten mit Bone Meal. Ja.
Jetzt kommen wir dann zu der Biomansicht, wie ihr das aus den verschiedenen Sichten da sehen könnt. Da ist das einmal mit Dark Oak Forest. Halt habe ich einfach so ein paar Bäume hingepackt. Finde ich, passt sehr schön da rein. Allerdings, passt das mit diesen Pilzen dazwischen, die ja im normalen Schwarzeichenwald auch noch vorkommen, ist das meiner Meinung nach noch schöner. Mit den ganz normalen Fichten geht es auch. Passt da auch wunderbar rein. Auch mit den Glowstones. Und im normalen Wald geht es natürlich auch. Allerdings finde ich, passen da die Glowstones nicht so rein. Aber wie gesagt, das ist euch selbst überlassen. Gut, das wär's dann erstmal vom Video. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss.